was bisher geschah. Alles hatte in London begonnen. Mädchen verschwanden und kehrten als Zombies zurück. Als wir eines von ihnen stellten, entstand über seinem Kopf in der Luft ein brennendes L und die beiden ineinandergreifenden Dreiecke in der Mitte meines Kreuzes verschwanden. Die Spur meines manipulierten Talismans führte in ein Etablissement namens Club International, das von dem Marokkaner Aldo und einer geheimnisvollen Schönheit namens Layla geführt wurde. Du kannst mich L nennen. Ist sowas wie ein Spitzname. Was du nicht sagst. Der Club entpuppte sich als eine Falle. Durch ein Tor auf dem Grund eines Swimmingpools wurde Zuko in das Land ohne Grenzen entführt. Eine Felswüste am Rande der Hölle, die an die Leichenstadt grenzte. Die Heimstatt der großen Alten. Lucifer wusste immer schon, wenn sie uns angreifen würden, dann von dieser Seite. Um Zuko zu retten, musste ich nach Tanga in Begleitung von Layla, die sich als Helferin von Lilith, der großen Mutter, entpuppt hatte. Sie führte mich zu einem alten Friedhof, auf dem angeblich ein Tor in das Land ohne Grenzen existierte. Doch bei unserer Ankunft traf ich nur auf den eisernen Engel, der sich vollkommen anders verhielt als bei unserer letzten Begegnung. Du bist kein Diener der großen Mutter. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du überhaupt darauf? Am Gürtel trug er Zukos Dämonenpeitsche und den Stab des Buddha. Du hast Zuko gesehen und nicht befreit? Ich sah keine Veranlassung dazu. Seine Waffen reichten mir. Doch bevor ich ihn zur Rede stellen konnte, verschwand er und überließ uns den Schergen El Sudats, einer Straßengangsters, der noch eine Rechnung mit Aldo und Layla offen hatte. Wir entkamen ihm nur mit Hilfe des jungen Ali, der uns auf der Ladefläche seines Lieferwagens versteckt an El Sudats Patrouille vorbeischleuste. So! Aufgepasst, Leute! Vorsicht, halt dich fest! Verdammt nochmal! Arschloch! Ich hab dir gesagt, du sollst vorsichtiger fahren! Und wären El Sudat schließlich doch noch eingeschlossen in einer Tiefgarage zum Opfer gefallen, wenn Kara, Myxin und der eiserne Engel die Gangster nicht verjagt hätten. Dein Zwillingsbruder? Ich entschuldige mich bei euch allen, dass ich euch davon nicht früher erzählt habe. Es gab gute Gründe. Er verriet uns nicht nur, dass sein Bruder einer der großen Alten war, sondern auch, dass ein weiterer aus dem Bund der Götzen, der Todesbote Kalifato, von Asmodes vernichtet worden war. Ja, mit ihm wurde sein Teil der Leichenstadt zerstört. Da uns der direkte Weg in das Land ohne Grenzen weiterhin verschlossen war, blieb nur eine letzte Möglichkeit, den Umweg über die Leichenstadt zu nehmen. Aber das Tor dort führt nicht in die Leichenstadt. Überlass das mir, John Sinclair. Ich habe das magische Pendel. Es wird uns sicher an unser Ziel führen. Allerdings hatte der eiserne Engel nicht mit Alis Neugier gerechnet. Der Junge hatte sich ohne unser Wissen auf den Friedhof geschlichen und wurde mit uns durch das Tor gerissen in Hämators tödliche Welt. Kara und der eiserne Engel hatten ihre Waffen gekreuzt. Zwei Schwerter gegen die Hölle. Und genau die hatten sie damit entfesselt. Halb in Trance versunken spürte Kara noch, dass etwas Unvorhergesehenes geschah. John Sinclair verließ die Leichenhalle, kurz bevor der Übergang vollzogen wurde. Aber sie konnten den Prozess nicht mehr aufhalten. Das Tor in die Leichenstadt öffnete sich bereits. Und Kara spürte, wie sie emporgewirbelt wurde. Ins Nichts, das finster und tiefschwarz über ihnen zusammenschlug. Im nächsten Moment hatte sie wieder festen Boden unter den Füßen. Ihr gegenüber standen der eiserne Engel, der immer noch seine Klinge mit der ihren gekreuzt hatte. Da wären wir also. Und Myxin, der jetzt die Totenmaske abnahm. Seid ihr in Ordnung? Ja. Aber wo ist John? Ich habe gespürt, dass er die Leichenhalle verlassen hat. Kurz bevor sich das Tor geöffnet hat. Und Layla ist ihm gefolgt. Also sind sie nicht mitgekommen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Möglicherweise
wurden sie in einen anderen Teil der Leichenstadt geschleudert. Was ist das hier? Kara blickte sich um. Sie befand sich in einem weitläufigen Tal, das zu allen Seiten von hochaufragenden Bergen begrenzt wurde, deren beinahe durchsichtig wirkende Gipfel wie Glas im Licht einer unnatürlich grellen Sonne schimmerten. Die Hänge waren uneben und wirkten wie mit Steinen und Kristallen übersät. Wo sind wir hier? Ahnt ihr es nicht? Um sie herum knirschte es, denn auch die Bäume und Sträucher und der Boden um sie herum, alles wirkte unnatürlich hart und gläsern. Da begriff Kara, dass sie in jenem Teil der Leichenstadt gelandet waren, der Gorgos dem Gläsernen gehörte. Der Sog hatte uns in dem Augenblick ergriffen, als Layla mit meiner eigenen Beretta auf mich gezielt hatte. Es war nicht die erste Dimensionsreise, die ich vollzog. Daher war ich vorbereitet und riss Layla die Waffe aus der Hand, sobald wir unser Ziel erreicht hatten. Ist ja gut. Kein Problem. Kein Problem? Ach ja? Aber jetzt bleibt das Ding bei mir. Von mir aus? Ich sage, wir hätten sie mehr versenken sollen. Ich würde vorschlagen, wir begraben das Kriegsbeil. Vorläufig. Von mir aus, Geisterjäger. Ich sah mich um. Der Boden unter unseren Füßen war mit Steinplatten ausgelegt, die einen Weg bildeten. Er führte durch eine Senke, an deren Rändern kleinere Hügel von Nebelschwaden eingefangen wurden. Allahu Akbar, wo sind wir? Auf jeden Fall nicht mehr in Tanger. Am Horizont, wo sich die Hügel zu Bergen auftürmten, führte ein mächtiges Viadukt auf steinernen Säulen über die Senke hinweg. Etwas weiter links erhob sich ein Turm, in dessen Fassade sich schießscharfen große Öffnungen ausmachen ließen. Unruhe erfasste mich bei dem Gedanken, dass sich dort jemand verbergen und auf uns zielen könnte. Das Merkwürdigste an dieser in jeder Hinsicht merkwürdigen Welt aber... John, guck dir das mal! Sieh mal! Da! Waren die Hände. Sie ragten rechts und links von uns aus den Wolken herab, wie die Pranken eines riesigen Gottes. Die Handflächen lagen einander offen gegenüber und die Spitzen des Mittel- und Ringfingers berührten jeweils knapp den Erdboden. Ich finde, das sollten wir uns mal genauer ansehen. Was heißt das? Wir sehen es uns doch gerade an. Na gut. Ich brauchte etwa 100 Schritte, um die linke der beiden Hände zu erreichen. Die Haut war grau und hart wie Beton. Ich griff in eine der unzähligen Linien und Furchen, die sich über die Oberfläche zogen, und zog mich hoch. John, was soll das? Bist du jetzt vollkommen durchgedreht? Ohne zu begreifen, warum ich es tat, hangelte ich mich von Vorsprung zu Vorsprung weiter empor, bis zum nächsten Fingerglied und zum übernächsten. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Leider, sag ihm doch bitte, das ist keine gute Idee. Du kannst mich mal, Rotlöffel. Keuchend und halb kopfüberhängend erreichte ich die Handinnenfläche und schließlich den Ballen. Ich schaute nach unten, wo Ali 40 oder 50 Yards unter mir besorgt gestikulierte. Vielleicht hatte Ali recht. Doch verspürte ich die seltsame Gewissheit, dass ich auf dem absolut richtigen Weg war, um der Wahrheit näher zu kommen. Gehörten diese Hände einem der großen Alten? Kalifato konnte ich ausschließen, er war tot. Gorgos war ich einst auf Sizilien begegnet und es brauchte schon eine Menge Fantasie, um sich vorzustellen, dass die gläserne Masse, die damals unter der Erde gewogt hatte, in der Lage war, eine menschliche Gestalt anzunehmen. Der Bruder des Eisernen Engels? Wohl kaum. Blieben noch Hämmertor und Krohl, von denen ich bisher kaum mehr als den Namen erfahren hatte, aus dem Mund von Doreen Delano, die sie mir bei meinem ersten Besuch in der Leichenstadt verraten hatte. Oder der Namenlose, von dem niemand wusste, wer sich hinter dieser Bezeichnung verbarg. John! Kümmert euch nicht um mich! Ich sagte, kümmert euch nicht um mich. Wir werden uns wiedersehen. Oder auch nicht. Was redete ich da nur?
Layla hätte mir vielleicht noch egal sein können. Sie hatte immerhin versucht, mich umzubringen. Aber Ali durfte ich nicht im Stich lassen. Ich war es ihm schuldig, ihn zu beschützen. John Sinclair. Was? Du musst ihn zu einer Reaktion zwingen. Hämmertor. Hämmertor. Ihm also gehörten die Hände. Aber wie sollte ich ihn zu etwas zwingen? Etwa indem ich ihn kitzelte? Ich? Bist du bescheuert? Nein, Ali! Du bleibst unten! Ihr bleibt beide unten! Ich hab gesagt, ihr sollt unten bleiben! Ich krieg das schon irgendwie... Hör auf dein Innerstes. Zeig Hämator, wer du bist. Was? Wer ich bin? Sollte ich ihm vielleicht meinen Dienstausweis präsentieren? Ich verlagerte mein Gewicht vollständig auf die linke Hand und fischte mit der rechten das Kreuz aus der Tasche. Es war nach wie vor eiskalt, was bedeutete, dass das Hexagramm in der Mitte immer noch fehlte. Das Kreuz war schwarzmagisch beeinflusst und doch war es die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Ich ignorierte die Kälte und krampfte die Finger darum. Hör auf dein Innerstes. Zeig Hämator, wer du bist. Ist ja gut. Ich presste es gegen die betonharte Oberfläche und die Riesenhand reagierte. Sie zuckte zusammen wie unter einem elektrischen Schlag. Ich verlor den Halt. Hat ja super funktioniert, dachte ich noch, und fiel wie ein Stein in die Tiefe. Der eiserne Engel war vor einer Art Skulptur stehen geblieben, die am Ausgang des weitläufigen Tals wie von einem Steinmetz geformt an einem gläsernen Felsen lehnte. Sie besaß die Gestalt eines Menschen und war ebenfalls durchsichtig. Ein Soldat in einer Uniform, wie sie die französischen Truppen im Ersten Weltkrieg getragen hatten. Seine Füße waren halb im Boden versunken oder mit ihm... verschmolzen? Das ist Gorgos Werk. Ja. Was wisst ihr über ihn? Über den Gläsernen? Genug, um daraus zu schließen, dass dieser Mensch nicht sein einziges Opfer war. Schon in Atlantis gab es Gerüchte, dass Gorgos Menschen und ganze Landstriche in Glas verwandeln kann. Er ist überall. Nirgends. Kara zog ihr Schwert und ließ die Spitze der Klinge über die Uniform des Soldaten streichen. Sie hinterließ eine Spur roter Funken, unter denen die gläserne Struktur vorübergehend aufglühte. Und dann... Vorsicht, Kara! Vor ihnen lag der Soldat, in 1000 Scherben zerborsten am Boden. Und Kara ahnte plötzlich... was es mit den Unebenheiten an den Hängen zu tun hatte, die sie aus der Ferne für Kristalle gehalten hatte. Es waren Menschen. Tausende, vielleicht Millionen von Menschen, die von Gorgos verglast worden waren. Ich frage mich, ob er geahnt hat, was ihn erwartet. Ob der Tod für ihn ein Gesicht hatte. Falls es so war, sah es so aus wie das da. Was? Kara und Myxin folgten dem Blick des eisernen Engels zu einem der Berggipfel. Er war auf einmal von einer grauen, tiefhängenden Wolke eingehüllt, die sich zielstrebig in ihre Richtung bewegte. Als sie sich vor die Sonne schob, erkannte Kara im Gegenlicht das Glitzern zwischen den Schwaden, wie von tausenden Glasfäden. Was auch immer die Fäden berühren, verwandeln sie zu Glas. Dann müssen wir die Wolke zerstören, bevor sie sich weiter ausbreitet. Und wie sollen wir das tun? Ich werde hineinfliegen. Aber die Kraft meines Schwertes allein wird nicht ausreichen. Ich verstehe. Was? Aber ohne das goldene Schwert ist Kara wehrlos. Sie wird es nicht aus der Hand geben. Komm mit mir, Kara. Steig auf meinen Rücken. Aber was ist mit Myxin? Wir können ihn nicht einfach allein hier zurücklassen. Du redest, als wäre ich ein hilfloser Greis. Das habe ich nicht gemeint. Aber was, wenn Gorgos es genau darauf abgesehen hat, dass wir uns trennen? Wir müssen das Risiko eingehen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Ich verspreche es dir.